Hallo, liebe Musik- und Kunstfreunde innen und außen zum Anniversary Talk 25 Years Dead Rockets. Das hier ist die letzte Episode. Ole, hättest du dir das so erträumt, wie es gelaufen ist? Ich bin immer noch geflasht. Hat so viel Spaß gemacht. Ne? Mit all den Protagonisten, die an unserer Seite waren. Hammerteil. Wenn man bedenkt, das ist ja nicht eine Sache, die seit Jahren geplant ist, sondern die Idee kam uns Anfang des Jahres 2021 und dann haben wir uns da so reingefuchst, will ich es mal sagen. Aber es ist ja irre, was für Leute hier aufgelaufen sind, was für Geschichten wir gehört haben, entdeckt haben, wie sich das auch weiterentwickelt. Das bläst mich ja immer noch weg. Unglaublich. Wir werden ja nochmal in den Rückspiegel gucken. Das wird uns ja noch richtig beschäftigen heute in der finalen Folge. Aber lass uns überraschen. Ich denke auch, genau diese 9. Folge unseres Talks nutzen wir einfach dafür, den Rückspiegel anzuwerfen, hast du toll gesagt. Bevor wir mit dem Rückblick weitermachen, lass uns doch mal eine Sache erstmal zu Ende bringen und den Nebel lichten lassen. In der Folge, Episode Oktober, hatten wir Stefan Kausen zu Gast. Er hatte ein wunderbares Bild im Hintergrund gehabt, was zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so veröffentlicht war. Wir haben es trotzdem mit reingenommen. Aber es ist noch nicht der Öffentlichkeit exakt vorgestellt worden. Wollen wir da mal drauf eingehen? Wollen wir das jetzt mal nachholen? Das holen wir auf jeden Fall nach. Also es ging ja um Johnny Clegg. Der Name ist ja schon gefallen. Nur das Bild letztendlich, darauf sind wir noch gar nicht so eingegangen. Und auf die Idee hat mich der große Kabarettist und Radiomoderator Henning Fenske gebracht. Wo hast du den denn kennengelernt? Du, hier in Hamburg, im Zwick, Millerntor, große Party, Gottfried Böttger, Benefits und Ade sagen. Und da hat sich die Creme de la Creme von Hamburger Musikschaffenden und sonstigen Interessierten in Stellung gebracht. Und da habe ich Henning getroffen. Cool. Und dann nahm ich Henning an die Seite, nachdem ich ihm erzählte, was ich so mache. Die Dead Rockets ist ja mein Thema. Und dann sagte Henning zu mir, Ole, einen darfst du auf jeden Fall nicht vergessen, den großen südafrikanischen Musiker Johnny Clegg. So, und da habe ich mich ja erstmal mit Johnny beschäftigt. Wer ist dieser Musiker eigentlich? Wie gesagt, die Klänge kannte ich schon. Savuka, Yuluka, seine Bands. Ne, das sind so afrikanische Rhythmen, kombiniert mit ein bisschen Pop-Elementen. Ganz interessante Musik, aber der Mensch hinter dieser Musik, das war mir erstmal Neuland. Wollen wir mal in den Rückspiegel gucken und mal schauen, wie das ganze Thema hier angefangen hat? Unbedingt. Stichwort ist April 2021. Hier im Guitar Center Number One in Hamburg-Altona. Hier war unsere erste Folge, die haben wir beide ganz alleine gerockt. Noch ohne Gäste, das kam dann erst einen Monat später. Hat sich das so entwickelt? So ist es. Und wie gesagt, der April war schon mal ganz großes Kino und hat Laune gemacht auf mehr. Genau, aber wieso haben wir eigentlich im April angefangen? Wir reden immer vom Anniversary. Ja, natürlich, 25 Years Dead Rockets, ja, das ist 2021, aber genau was hat der April auf sich? Lass uns das nochmal aufwerfen. Also vor 25 Jahren, im Monat April 1996, da sind die Dead Rockets geboren worden. Genau. Das allererste Bild ist gemalt. John Lennon, John wir hatten ihn ja hier als Gemälde und haben ausführlich drüber gesprochen. Und am Ostermontag damals ist das Bild fertig gewesen. Also der Ostermontag steht ja auch für die Auferstehung. Und das war für mich sozusagen auch eine Art der Auferstehung, der Beginn der Dead Rockets. Also besser konnte es gar nicht beginnen. Als ob sich das einer vorher überlegt hätte. Aber solche Storys kann man nicht schreiben, die geschehen einfach. Und dann kommt ein Fortlauf und es tippelt sich so zurecht. Und bis heute, über 150 dieser Gemälde hast du aus dem Boden gestampft und geschaffen. Ja. Wer Lust hat, kommt mal ins Atelier vorbei und kann sich einen Großteil davon angucken oder natürlich die nächste Ausstellung besuchen halt, die wir dann hoffentlich demnächst mal umsetzen dürfen können. Erinnerungskultur vom Feinsten. Und jetzt, wie gesagt, du hast mein neues Atelier ja schon erwähnt, in Lüneburg, in der Kulturbäckerei. Da ist jetzt das Rock'n'Roll-Hauptquartier zu Hause. Und Leute, kommt vorbei und besucht mich da. The Doors Open und ich freue mich über jeden, mit dem ich interessante Geschichten und Anekdoten austauschen kann. Mega. Und wie du schon gesagt hast,
diese erste Episode haben ja nur wir beide gemacht. Wir wussten noch gar nicht, wie es so richtig weitergehen soll. Ideen und Storys gab es genügend. Aber natürlich taucht es dann auf, wollen wir nicht einfach mal jemanden mit dazu holen? Einfach einen Dreier-Talk halt draus machen. Vielleicht lässt sich das ja erweitern. Ja, und dann kam eigentlich schon in der Mai-Episode, einen Monat später, der nächste Knaller, dass wir Jörg Sonntag gewinnen konnten. Regisseur, Redakteur, jahrelang bei Radio Bremen zu Hause gewesen, das Mastermind für Rock-Documentaries und Co. Ich kenne Jörg ja schon sehr, sehr lange und zusammen machen wir auch Beat Club The Story, was da ja auch zum Thema wurde. Aber da hat sich ja dann auch die Sache und Symbiose entwickelt. Mann, Ole, du hast so viele schon gemalt, die auch im Beat Club aufgetreten sind. Ja, ich meine, die Story ist geil, oder? Tja, die Kohlen gemeinsam ins Feuer werfen, besser geht's auch nicht. Und wir hatten den Beat Club, hatten wir ja hier in Hamburg zu Gast, namentlich Jörg Sonntag. Ja, mega. Ne? Und wir haben hier eine Bildenthüllung abgefeiert. Richtig. Die war ja auch großes, großes Kino. Ne? Es ging um den Wahnsinnsgitarristen Eddie Van Halen. Und mit Jörg habe ich hier den schwarzen Vorhang gelüftet und intoniert wurde das Ganze hier von Nils Finkeisen, ne? Gitarrist und Member von Kingdom Come und den Krups. Und der aktuell, hat uns ja. hier mit Sound verwöhnt und passend zu Eddie Van Halen eben schöne Riffs reingeknallt. Das hat schon mega Laune gemacht. Und sagt, Jimmy, du musst die Gitarre unterschreiben. Dann ging der Vertreter der Plattenfirma dazwischen. Jimmy, unterschreib keine Gitarren mehr. Klar, die Geschichte ist ganz einfach. Jede Gitarre, die irgendwann mal Jimmy Page signiert hat, hat mindestens die Intro gespielt von Stairway to Heaven. So, dann war die Ansage, Jimmy Page unterschreibt keine Gitarren mehr. Ich finde übrigens, bei den Exponaten sind ja viele, viele Künstler dabei, die auch im Beat Club aufgetreten sind. Ich würde mich jetzt freuen, wenn du bei Beat Club, The Story, bei der einen oder anderen Veranstaltung dabei bist. Vielen Dank, ich bin dabei. Großartig. Dazu müssen wir sagen, das kann man hier offen reden. Also ich zahle pro Abend 25.000. Ich hoffe, das ist zu viel für dich. Ich zähle nach. Genau, alles. Und mit Jörg haben wir ja auch noch Pläne. Ne, Beat Club The Story ist da das Stichwort. Genau. Wir wollen ja auf Tour gehen mit der Nummer. Und ja, da bin ich auch schon gespannt, wie das sich so entwickeln wird. Mensch, und was ja auch Bestandteil des Anniversary Talks war, ist ja, dass wir mal zurückgeguckt haben. Wir sind in einem speziellen Monat unterwegs. Und ja, wer ist in diesen Monaten so von uns gegangen? Wollen wir in die Schatztour greifen? Wir sind im Monat Dezember. Was haben wir denn da? Da muss ich meinen schlauen Zettel mal rausholen und dann gucken wir mal. Ja, Moments of Memories. Wir gedenken nochmal oder blicken zurück, wer alles im Monat Dezember leider nicht mehr hier verweilt, sondern wie du immer so schön sagst, ein Stockwerk höher ist. Da haben wir auf dem Zettel den besagten John Lennon, den wir eben schon mal hatten, Frank Zappa, Joe Strummer, Mariska Ferris, großartige Sängerin, Les Humphries, Ravi Shankar, Joe Cocker, Lemmy Kilmister, oh mein Gott, Rick Parfitt und Leslie West. Ja, mein Lieber, es ist irre, was wir dann immer für Storys dazu rausholen. Was fällt dir denn zum Monat Dezember ein? Du, an der Frauenquote müssen wir ohnehin arbeiten. Oh ja, da soll eigentlich so tun. So, ne? Einige Ladies habe ich ja gemalt und da greife ich mir auch eine wahre Größe des Genres heraus. Eine super Schauterin, ne? In den 60er, frühen 70er Jahren aktiv gewesen bei der Band Shocking Blue, Mariska Veres. Ich habe Mariska gemalt auf Leinwand, schön in Öl und Mischtechnik, kleinen Collagen versehen. Und auf dem Bild sieht man auch noch eine Hommage an unsere Schulzeit. Das Pillhuhn ist dort das Thema. Ne? Also meine Generation kann sich mit Sicherheit ja noch an das Pillhuhn erinnern. Und ja, das war schon eine schöne Sache der Holländerin Mariska Veres, dadurch die Ehre zu erweisen und sie auf Leinwand zu bringen.
Ja, das ist ein tolles Bild, kann ich jedem nur empfehlen. Und wie du schon gesagt hast, ja, es gibt gar nicht so viele Frauen. Auch ich habe dich da schon sehr häufig drauf angesprochen, hat ja einen schlicht und ergreifenden, ganz einfachen Grund. Die Perlen, die da draußen sind und es verdient haben, mit auf Leinwand zu kommen, die verweilen Gott sei Dank noch unter uns. Die leben anders als die Männer tatsächlich. Wahrscheinlich zünden die Kerle die Kerze von beiden Seiten stärker an. Die Frauen achten da sehr viel mehr auf eine Stringenz und vielleicht auch auf eine gesunde Lebensweise. Aber der Rock'n'Roll ist und bleibt gefährlich. Und von daher allen, die sich in diesem Genre bewegen, sei gewünscht, alt zu werden. Und ja, insofern, ich sorge ja auch mehr oder minder mit meiner Art der Erinnerungskultur dafür, dass sie unvergessen bleiben. Springen wir mal in die Juni-Episode. Da hatten wir zu Gast Thomas Weilbier, den Big El Direktore von Number One Guitar Center hier in Altona, den alten Kulturbanausen. Super, aber die Storys, die er abgeliefert hat, ist ja auch der absolute Wahnsinn. Und er hatte das Vergnügen gehabt, Leslie West enthüllen zu dürfen, was wir genau dort gemacht haben. Und für mich war so der bleibendste Eindruck dabei, wir haben das hier aufgebaut, inszeniert. Dann steht ihr beide da, der Vorhang fällt runter und Moment, seine Lieblingsgitarre, eine Gibson Les Paul Junior, und er greift nach links, weil genau da hängt die Gitarre. Also, ja, geil. Ja, immer noch unvergessen. Ne? Also vor allen Dingen auch die Geschichten, die Thomas uns geliefert hat. Ne? Also die Hintergründe in Los Angeles, wo Thomas ja auch oft zu Gast ist bei der großen alljährlich stattfindenden Musikmesse, der NAMM Show, und da den Leslie West gesehen hat, der auf der Bühne performt und ihn unheimlich abgeholt hat. Und dann diese Klampfe hier von der Wand zu nehmen und uns ja damit eben zu beglücken, herrlich. Leslie West, Mountain. Ein neuer Dead Rockhead, Nummer 155 zur Serie. Mischtechnik auf Leinwand. Und zwei Gibson Les Paul Junior Gitarren. Ja, ich bewundere schon die beiden Gitarren die ganze Zeit und starr dahin. Guck mal, wo er hinguckt. Ja, aber hier, 1955, und du sagst, 155 ist dein Bild, aber das, was du sagst, wo er hinguckt, er starrt nämlich auf einer seiner Lieblingsgitarren. Das war einmal die 1955er Les Paul Junior in Sunburst und einmal in TV Yellow. Und das ist einer seiner Lieblingsgitarren, wie schon eben gesagt. Ein Schatz aus den 50er Jahren, da kommt Ton raus. Und ich habe einmal so einen Ton gehört von ihm. Ich weiß nicht mehr, wie lange das her war. Bestimmt 10, 12, 15 Jahre her. War eine Party in Los Angeles während der NAMM Show. Und waren eingeladen, weil das ist immer so von Firmen, weißt du, Elektroharmonix, EMG, Seymour Duncan und. Die ganzen Flitzefinger waren alle von Ort. Eddie Van Halen, Steve Vai, Paul Gilbert, Andy Timmons und so weiter. Und das ist wie auf der Autobahn, haben dich die Töne eingeholt im Endeffekt. Dann hat man sich in Los Angeles, der wohnte natürlich zufällig da, hat man sich da zur Messe wieder getroffen. Und dann hieß es nur, ja, komm mal mit und so weiter. Wir gehen da und dahin essen. Und auf einmal saßt du. Und dann gucktest du die Leute an, und ich kann mir so Gesichter nicht so merken, aber dann stellte er einen vor und dann war Stevie Wonder und so weiter. Und, oh Rick, da bist du und. The Babyface, Earth, Wind and Fire, die saßen da alle am Essen und haben, weißt du, wie beim Camping, sich nett getroffen und unterhalten. Und irgendwie, Ricky sagte, hier, mein Freund und mein German Bruder, hat er immer gesagt. Und du warst da gleich aufgenommen. Ich sag mal, bei den Scorpions, mit denen arbeiten wir ja schon freundschaftlich seit den 70er Jahren zusammen. Man muss bedenken, Rudolf Schenker hat den Flying V, sein Logo, bei uns, den ersten bei uns gekauft. Was auch unser Logo ist, ne? So, dann kommen wir in den Monat Juli. Juli. Ja. Wir hatten Birth Control Special. Wir hatten den Ludi hier. Und der Ludi ist ja nicht nur unser Gast gewesen, sondern ist ja auch Mastermind für unser Intro. Wahnsinn. Alles das, was am Intro und Outro zu hören ist, die gesamte Musik, hat er komponiert, arrangiert, gemacht, eingespielt und sowas. Irre. Ludi, irgendwie, ja, bist immer in unserem Herzen drin hier. Großartig, dass du uns das zur Verfügung gestellt hast. Ja, wir kriegen ja immer noch Nachrichten. Meine Güte, wenn euer Video angeht, das ballert ja los.
okay, wir sind halt nicht diese kleinen Influencer-Mäuschen und sowas, sondern hier knallt es dann zum Teil auch nochmal und das darf es auch. Ja, und da war der Ludi mit an Bord. Ja, mega. Ne? Er saß hier auch bei Number One in der Lounge und hat uns schöne Geschichten über Birth Control erzählt. Eine meiner Lieblings-Krautrock-Bands aus früherer Kindheits- und Jugendzeit. Ne? Übrigens eine der ersten LPs. Wow. Das war die Hoodoo Man, die legendäre von Birth Control, wo das legendäre, das kennt ja fast jeder, das Stück Gamma Ray mit drauf war. Ja, ja. Hammer Nummer, tierisch, immer klingelt immer noch im Ohr. Hab ich selbst so abgehottet. Naja, ich bin dann etwas jüngeres Kaliber. Aber macht ja nichts. Die Musik war trotzdem gut irgendwie, ist alles prima. Oh, war eine tolle Sendung, hat echt Spaß gemacht, weil Ludi einfach auch ein extrem angenehmer Zeitgenosse ist und ein tierisch lustiger Vogel. Ein Freak halt. Unbedingt, natürlich. Aber das lieben wir. Ein Companiero im Rock'n'Roll-Geiste, ein wahrer Blutsbruder. Nee, so passt hier. Ja. Die Idee hatten, wir machen Video und brauchten die Musik. Mein Buddy Ludi anrufen und er war sofort mit an Bord. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Ludi. Gerne, gerne. Tipptopp. Das haben wir mit Peter Brandt gemacht. Der ist ein ziemlich bekannter Vogel. Der hat mit den Rolling Stones schon gearbeitet und der hat sich das ausgedacht und mit dem Thema, wir filmen eine Band, die nicht, also eine unerfolgreiche Band. Normalerweise filme ich ja immer die Rolling Stones, also erfolgreiche Bands, aber genau. Ich brauche jetzt mal eine Band, die richtig nur so Scheißgigs spielt und das filmen wir und machen daraus eine DVD. Sehr schön geworden, vor allen Dingen für alle Kinder, die jetzt Musik machen wollen, Profimusiker werden, unbedingt angucken. Danach würdet ihr wahrscheinlich die Sache etwas anders sehen. Ich habe da gestöbert und geblättert und greif mir eine Scheibe raus, Vinyl, Schallplatte, so hieß das damals. Ich rate jetzt schon mal, welche Platte es war. Es kann nur ein Cover gewesen sein. Sensationell, die Big Fat Mama, so wurde sie mir vorgestellt, prangt da auf dem Cover, das habe ich hier unten auch beim Bruno Frenzel Gemälde eingearbeitet. Und das war derart scharf, das Teil. Ich wusste also null, was... Wie alt warst du? 14, war ich 14. Alles klar. 14 Jahre alles klar, alt. Alles also klar. Schon in der Pubertät. Kinderzimmer stank. Und im August wurde das Ambiente auch mit einem tollen Gast beehrt. Günther Zint. Hier aus Hamburg, Museumsdirektor des St. Pauli-Museums. Das war eine Schnapsidee. Ich sehe die Haare auf dem Boden liegen und der Klaus Baruck, das war der Maskenbildner, der hat mir seine Schere nicht geben wollen. Da muss ich nach Hamburg fahren und genau die Schere im Friseurbedarf kaufen und dann hat er sie mir endlich rausgerückt. Und dann habe ich mir unterschreiben lassen, dass das die Haare von John Lennon sind. Der Dorfpolizist hat unterschrieben, John hat unterschrieben, ich habe, und John zupft sich noch ein Haar und sagt zu mir, was willst du mit meinen Haaren? Da habe ich gesagt, bei meinem Auto kannst du durch den Kotflügel gucken. Das war ein alter VW. Ich brauche ein neues Auto. Und dann meinte er nur zu mir, you won't get a car from my hair. Ich wusste gar nicht, wie berühmt er ist. Und zu dem Zeitpunkt hat er ja uns schon einiges verraten gehabt. In unserer Episode, muss ich auch reinziehen, er erzählt uns von seinen Planungen und Entwicklungen. Was ist alles passiert? Corona und so hat ihn da zunichte gemacht, sein ganzer Verein. Und das ganze St. Pauli-Museum ist in die Brüche gegangen. Die Leute mussten gekündigt werden und. Er musste die Räumlichkeiten frei machen. Es musste eingelagert werden. Aber wie geht die Reise weiter? Und er erzählte uns von seiner Stiftung, die gegründet worden ist. Und dass er erstmal in ein Exilmuseum gehen wird. So, jetzt befinden wir uns im Dezember. Und dieses Exilmuseum ist Wirklichkeit geworden. Es ist am Start, man kann da jetzt hinfahren und sich das angucken. Und zwar nach Stade. Nach Stade. Vor den Toren Hamburgs. Im Schwedenspeicher. Im Schwedenspeicher, da sieht man eine kleine, aber feine Auswahl seiner Museums. Artefakte und da kann man hinfahren. Stade ist ja auch eine schöne Stadt. Und von daher, fahrt dahin, ihr Lieben, ne? Nach Stade, St. Pauli Museum, Günther Zint besuchen. Und Günther, nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Absolut. Und ich erinnere mich noch an diesen Drehtag, den wir hatten. Es war brütend heiß draußen und auch hier drin. Meine Güte, wir haben ganz schön geschwitzt. Aber es war so heiß, dass selbst diese Episode, ich glaube, über eine Stunde haben wir hier Material zusammengekechert. Übrigens, Länge der Sendung. Oh mein Gott, was haben wir am Anfang uns den Wolf gequatscht irgendwie? Oh, man hört da so rein, was ist so üblich, was ist so der Trend? Und alle reden davon, oh, es muss nur kurz sein und deng, deng, deng rein.
Aber darauf haben wir keinen Bock. Das wollen wir nicht. Hast du Bock auf kurz? Du, manche Geschichten müssen ganz ausführlich erzählt werden. Und da sind wir doch dankbar, wenn wir Gäste haben, die richtig und ausführlich uns abholen. Und nee, das muss so sein. Also von wegen kurz und knackig, nix Dorf. Sind ja auch keine jungen Buddies, die wir hier am Start haben. Die haben ja schon einiges in ihrem Leben erleben dürfen. Das muss dann halt auch mal erzählt werden. Liebe Freunde und liebe junge Leute und Generationen, dafür braucht man einfach mehr Zeit. Das geht nicht in 2 Sekunden. Macht ihr mal euer TikTok-Ding und dann geht's weiter. Naja, und Günther ist ja nicht nur Museumsdirektor St. Pauli-Museum. Er ist ja auch Fotograf, Buchautor. Ja. Star-Club war ja auch unser Thema hier in Hamburg. Die großen Jahre, Anfang der 60er bis Ende 69, so lange gab es den Star-Club, ja. Und Günther war Hausfotograf. Das passierte eigentlich erst 63 so richtig, weil Weißleder hat mitbekommen, dass ich Fotograf bin. Mhm. Und er hatte Schaukästen draußen, wo keine Fotos drin waren. Ah. Sagt er, kannst du nicht die Musiker hier alle fotografieren? Du hast freien Eintritt, aber mach die Schaukästen. Und dann habe ich in den Schaukästen Fotos dekoriert und habe die auch verkauft. Oh ja. Und als Weißleder merkte, dass ich damit Geld verdiene, hat er mir gleich 60 Mark Miete für die Schaukästen abgenommen. Das ist Kiez pur. Ja, irre Storys, die der uns hier aufgetischt hat. Und ich glaube, wir hatten 1 Stunde 5 oder so, ging diese Episode insgesamt. Meine Güte, wir hätten da, glaube ich, 10 oder 100 Stunden draus machen können und sind ja nicht müde geworden, trotz der Hitze am Drehtag. Aber egal, das gehört ja dazu. Ja, Material hätten wir genug, ne? Und Günther ist ja auch recht redselig. Und wenn der erstmal in Fahrt kommt, den kriegst du ja gar nicht mehr gebremst. Ich glaube, der hatte auch tierisch Bock gehabt. Das wirkte so. Das hat er. Ich glaube auch. Auf jeden Fall. Er ist ja auch alter Companiero. Wir kennen uns ja auch schon seit mehr als 25 Jahren und ist ein lieber Freund und nach wie vor uns immer zu Diensten. Ein mega Revoluzzer. Hallihallo. Der lässt es ordentlich krachen irgendwie. Nicht jede Revolution findet ein erfolgreiches Ende. Na gut, müssen dann vielleicht doch mal junge Leute ran und dürfen dann ein bisschen weitermachen. Auf den August folgt der September. Da, 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 da. Und du hattest eine dann besondere Idee gehabt oder wolltest auch ein weiteres Thema an den Start bringen, denn neben den Dead Rockets gibt es ja auch die Serie Rock Legends Alive. Und du hast mir immer erzählt, oh, wir müssen das Thema auch reinbringen. Ich war dann immer ein bisschen gestört, oh, wieso ist doch 25 Years Dead Rockets Anniversary? Wie kriegen wir das miteinander verknuselt? Egal, muss gemacht werden, Punkt. Haben also, wir gemacht. Die Toten und die Lebenden, irgendwie gehört das ja doch zusammen. Natürlich. Ne, das ist die Mischpoke von Evolution und dergleichen. Und für die Rock Legends Alive habe ich ja Hannes Bauer gemalt. Hannes Bauer war das Projekt 39, wenn du dich erinnerst. Und wer ihn nicht so auf der Pfanne hat, Hannes Bauer ist einer der Gitarristen beim Panikorchester von Udo Lindenberg. Und wir sind nach Bremen gefahren, haben Fotoshooting gemacht. Hannes hat auch schön geduldig Platz genommen. Und ich durfte mit der Kamera bestimmte emotionale Facetten von Hannes schön beleuchten. Und du hast aber auch wirklich in die Trickkiste gemacht. Du einfach mal kurz in die Puppe gekneift und hat er so gemerkt. Und dann hast du auf den Auflöser gedrückt. Er macht ja jeden Spaß mit. Das zeichnet ihn ja aus. Und das macht auch so viel Laune, mit Hannes zusammenzuarbeiten. Und das Material habe ich mitgenommen ins Atelier und habe dann Hannes als Vierte Mitglied der Panikfamilie gemalt und als 39. Bild zur Serie Rock Legends Alive. Das bin ich, ne? Hannes Bauer. Geil. Ne, auf Leinwand. Nummer 39, das Projekt Nummer 39 steht hier. Ja. Ne, Hannes auf Leinwand. 69 Farbfelder, die entsprechen deinen Jahren, die du jetzt alt bist. Du hast am 3. Januar Geburtstag gehabt. Oh ja. Ne? Und von daher war mir das eine große Freude, in dieser Symbolik dir die Ehre zu erweisen. Und du bist jetzt das 4. Mitglied der Panikfamilie, die ich gemalt habe. Udo zuerst, Steffi Stefan als 2., Jean-Jacques als 3., Hannes, du bist die Nummer 4. Wie gesagt, mir eine große Ehre und es war mir eine große Freude, dich auf Leinwand zu bringen. Total gebügelt. Warte. Und die
Ich habe mit Hannes den Vorhang fallen lassen. Und was bei den Lebendigen ja so schön ist, bei den Rock Legends Alive, die helfen ja auch hin und wieder mal mit, das Bild zu veredeln. Und da hatte ich insofern ja gehört, dass Hannes auch ein großer Kollege nicht nur auf der Gitarre, sondern eben auch mit dem feinen Stift ist. Und dann hat Hannes mir eine schöne Karikatur und einen schönen Spruch auf das Bild geschrieben. Und dafür bin ich ihm auch heute noch dankbar. Und das hat vor Ort tierisch Spaß gemacht. Henke ist die Braut und die Jacke versaut. Oh yeah, alte Autos und Rock'n'Roll. Wir kommen immer zu spät. Alte Autos und Rock'n'Roll. Der Rock'n'Roll rollt und das Auto steht. Das war ja unsere erste Episode und Talk-Format, wo wir tatsächlich eine Handvoll Gäste als Publikum mit dabei gehabt haben. Eine völlig neue Erfahrung für uns alle. Aber war der Knaller, oder? Ja, man kriegt das toll gespiegelt. Ne? Also diese Emotionalität, die wir auch an den Tag legen, die bringt das Publikum ja auch mit. Und ja, das hieft uns und hilft uns und das macht richtig Laune. Jumpen wir doch einfach mal in den Oktober rein, weil da haben wir uns ja auch was überlegt, was wir machen können. Naja, wir waren in Lüneburg in meinem neuen Atelier in der Kulturbäckerei und haben mit Stefan Kausen uns jemanden an die Seite geholt, damit deine Position auch mal in das entsprechende rechte Licht gehievt wird. Du bist ja nicht nur Producer unserer Sendung, sondern du bist auch Artist Agent, Artistenagent von Ole Ohlendorf. Sehr, sehr gerne sogar. Ich freue mich auf alles, welche Geschichten wir haben. Mittlerweile kennen wir uns auch schon 13, 14 Jahre. Zu dieser Zusammenarbeit hat es sich erst so vor einem Jahr entwickelt, wo wir hinkommen wollen. Wieso? Weil wir einfach Visionen haben und wir wollen versuchen, die in Zukunft umzusetzen halt. Ja, und natürlich ist das eine schwierige Sache, wenn man so ein Talk-Format entwickelt. Ja, gut. Es macht natürlich total Sinn, einen professionellen Moderator hier hinzusetzen. Es hat sich aber keiner gefunden, glaube ich. Oder wie war das eigentlich damals noch? Du hast das großartig gemacht. Also wie gesagt, alle großen Moderatoren, die wir angefragt hatten, die kamen aus ihren Verträgen nicht raus. So, und einer muss den Job ja machen. Ups. Und das hast du ganz großartig gemacht. Aber in der Oktoberfolge, dank Stefan Kausen, den wir nun als Moderator gewinnen konnten, da konnte sich der Schleier und der Nebel mal so lichten. Hanno ist nicht nur Moderator, sondern ganz implizit auch Artist-Agent von mir. Wir verraten es einfach mal. Es war ja auch die Idee geboren, als wir diesen Talk entwickelt haben. Ja, okay, jetzt sitze ich da und ich versuche mal ein paar Fragen reinzuschmeißen. Ich selber sehe mich ja nicht als Moderator. Ich bin so ein kleiner Host. Nicht Horst, sondern Host. Und bin an der Seite, versucht, das Gespräch zu leiten. Es soll das Gespräch zwischen dem Gast und dir entstehen. Und da soll es passieren. Da wollen wir gucken, was geht. Und ich reiche das an. Das freut mich natürlich, dass das hoffentlich so wahrgenommen wird. Und wir haben ja auch gesagt, wir machen jetzt kein großes Fass auf. Wir nennen den Namen auch gar nicht so, ist völlig unwichtig. Aber lass uns eine Episode nehmen, wo wir den Spieß einfach mal umdrehen. Und da war es natürlich ein Segen, dass du in deinen Kontakten diesen Megatypen Stefan Kausen am Start hast. Mega-Sendung. Die Welt muss ja nun mal wissen, dass du der Mann fürs Grobe bist. Bei dir laufen die Strippen zusammen und die Fäden. Genau. Und wer auch immer eine Begehrlichkeit entwickelt und Bilder von mir erwerben möchte und auch über Projekte mal nachdenken muss und will, der wendet sich an dich. Also mittlerweile darf ich auch schon behaupten, dass ich knapp 30 Jahre im Rock'n'Roll-Business tätig bin und von Udo Jürgens bis Rammstein alles mal vor der Linse hatte. So, Moment, damit hatte man mal zu tun gehabt. Udo Jürgens bis Rammstein, das ist ja quasi wie FDP und
Die Linke. Flexibelbetriebe, also, so sagt Udo ja schließlich auch. Ola habe ich vor 13, 14 Jahren auf einem Event kennengelernt, habe seine Bilder das erste Mal gesehen und war total geflasht. Mensch, das kann man machen, das kann man auf Leinwand bringen, das ist ja irre. Und man hat sich im Laufe der Jahre immer mal wieder mit diesen Geschichten und mit Ola auch beschäftigt, was ist da los? Und man hat natürlich auch begleitet, wie viele Bilder mehr das geworden sind. Wir sind jetzt annähernd bei über 200, oder? Knapp 200 Bilder mittlerweile, wenn man beide Serien zusammenfasst. Und natürlich die Vorgeschichte von Ole sich auch noch anguckt, da sind auch noch sehr, sehr viele Bilder entstanden. Dann sind wir über 200 Bilder auf jeden Fall. Aber der Fokus liegt halt auf Dead Rockets und Rock Legends Alive und die vielen tollen Stories dahinter. Wie dieses Plektron bei Eddie Van Halen oder so auf dem Bild. Naja, da ist ja mein Artist-Agent nicht ganz schuldlos. Der war mit Rammstein Barock am Ring und hat und Eddie Van Halen getroffen und er gab dir dieses besagte Plektron. Eddie hatte, oder Van Halen war zu das erste Mal in Europa auf Festivaltour wieder seit Jahren unterwegs. Und wir waren mit Rammstein halt dort bei Rock am Ring. Du hast die Tour von Rammstein organisiert, ne? Organisiert in dem Falle nicht. Da war ich Backline-Technician, habe dort gearbeitet und habe da für die Stage Left Side Gitarre und Bass betreut. Und Eddie Van Halen fand Rammstein tierisch. Und der ist dann halt nachmittags auf die Bühne gekommen, als wir da am Vorbereiten waren. Und der war tierisch interessiert, welche Amps die haben, welche Gitarren die spielen, weil er wissen wollte, wie machen die diesen brutalen Sound? Wie kriegen die das hin? Und dann hatte er seinen Tech gehabt, der war gleich neben mir, hatte seinen Arbeitsplatz dort gehabt. Und dann kam Eddie auch vorbei und kam auch gleich auf mich zugeschossen und sagte, hey, du bist der Backline-Tech und so, erzähl mal, zeig mal. Das ist so ein fürchterlich netter Typ. Und dann meinte, alles klar, klasse. Und drückte mir ein paar Plex in die Hand halt. Und ja, durfte Ole jetzt eins davon auf jeden Fall verarbeiten. Es fiel auf jeden Fall etwas einfacher, auf dem Gaststuhl eigentlich zu sitzen, obwohl Stefan Kausen so unser Gast war. Aber er hat es fantastisch gemacht, einen völlig anderen Style reingebracht. Ich habe sehr genossen und vor den alten Backöfen, der alten Bäckerei, der Kommissbäckerei, diese Szenerie auszuwählen, haben wir uns ja auch lange im Kopf gemacht, wie können wir das machen und wie geht das ab? Das war geil. Das ist aus. Schon eine tolle Location da in Lüneburg. Also Kulturbäckerei, eine Instanz, die es ja schon seit 8 Jahren gibt. Und ich habe da jetzt, wie gesagt, mein Atelier. Und wir haben in der Novemberfolge, haben wir auch direkt im Atelier gedreht. Korrekt. Da haben wir mal das Ostrock-Thema in den Mittelpunkt gerückt und einen lieben, guten Freund von mir eingeladen, einen Rock-Journalisten aus Schwerin, aus den 9 Bundesländern und hatten mit Uli Grunert ja, wie gesagt, absolute Kompetenz im Atelier und haben einen tollen Talk gemacht. Wir haben damals immer in unserer Schule in den Pausen verglichen, also jeder musste immer irgendeine West-Hitparade stenografieren und dann haben wir die unterschiedlichen Hitparaden, es gab ja so 4 bis 5 über die Woche. Die haben wir dann zusammengerechnet nach einem komplexen Punktesystem und das war dann die offizielle Hitparade unserer Schule. Ich glaub dir jetzt mal nicht. Ja, und ich brauche den Beweis. Guck hier rein, hier steht das Datum und die ersten 5 Plätze. Ist ja unglaublich. Beatles Yellow Submarine auf 1. Ja. Ich bin ja von den Socken. Und hier ist zum Beispiel auf dem Cover ein Bild, wenn du da genau hinguckst. Da siehst du in der Mitte so einen kleinen Transistorempfänger. Ja. Und da kam natürlich zum Beispiel jeden Mittwoch die Bravo Musikbox raus um 17 Uhr. Und das war eben ein Bestandteil dessen, dass wir dann die Hitparade zusammengekriegt haben. Ja. Wie es so schön heißt, Musik kennt keine Grenzen. Das ist das Schöne. Und deshalb wart ihr auch nie die Feinde, die ihr vom Ideologischen her hättet sein sollen in unserer Erziehung. In der Schule, aber noch viel schlimmer dann bei der Nationalen Volksarmee, was ja im Osten Fahne hieß und bei euch war es die Bundeswehr und da hieß es dann, ihr geht zum Bund. Genau. Aber als Feinde haben wir euch eigentlich nie gesehen. Und das hatte auch mit der gemeinsamen Musik zu tun, glaube ich. Mich hat in dieser Episode tatsächlich so zum Ende hin ein Ding so bewegt, wo wir oder wo Uli anfing, über die Fahne zu sprechen, also Militär, wo alle ja hin mussten und das im Vergleich zu bringen, auch ja, die Wessis und so mussten dann zur Bundeswehr, bla bla bla, das war halt diese ganze Geschichte, aber wo er diesen einen Satz sagte, von wegen, uns wurde das zwar erzählt und gelehrt halt, aber ihr wart durch die Musik, die wir ja auch gehört haben und die wir mochten, ihr wart ja nie ein Feindbild für uns.
Das fand ich stark. Ja, war schon eine ganz, ganz starke, ein ganz starker Moment. Und da merkt man mehr oder minder auch, wofür die Rockmusik auch steht. Das ist ja das verbindende Element gewesen, über das wir in dieser Talkrunde auch gesprochen haben. Und wie gesagt, diese Möglichkeit, mehr oder minder denn ja auch völkerverständigend zu agieren, das war schon mächtig, mächtig emotional. Besonders dort in der ehemaligen DDR, das sind da keine Fremden gewesen. Die Menschen da draußen sind eh keine Fremden, davon mal abgesehen. Ja. Wir sind alles Menschen, so sieht das schon mal aus. Aber hier ganz besonders, wir gehören zusammen. We are one family. Punkt. So sieht es nämlich aus. Musik kennt keine Grenzen. Sowieso nicht. Das ist das Standing, das ist die Attitüde. Dafür lebe und brenne ich in meinem Werk, sei es die Dead Rockheads. Die Dead Rockheads. Das neue Shirt im Übrigen. Created by Buckhorn Fashion. Oschi sei gegrüßt. Bam. Dein Ding. Sehr geil. Ja, wow. Jetzt sind wir ziemlich hart durchgefahren schon mal. Sind im November jetzt gerade gelandet mit Uli Grunert und der Episode. Tja, und jetzt sitzen wir hier und es ist die Dezemberfolge, die letzte Folge, die wir drehen. Ja, sitzen wir hier bei Number One Guitar Center in der Vintage Lounge. Der Vibe ist immer noch geil. Es macht super Spaß, dieses ganze Ding zu machen. Es wird jetzt in Zukunft mit dieser Talkserie erstmal nicht weitergehen. Wir werden uns noch was Neues einfallen lassen. Na klar. So, und trotzdem glaube ich, müssen wir noch mal ein, zwei Leute mit reinkriegen. Denn wie findet das denn hier statt? Wurden wir ja auch schon häufig gefragt. Ja, Mensch, Leute, wir sitzen hier. Hier sind 4 Kameras am Start mit all den ganzen Technikgedöns und so. Aber das betreuen natürlich auch Menschen, mit denen wir zu tun haben. Ohne eine bestimmte Person wäre das ja hier gar nicht möglich. Oh yeah. Und in der Postproduktion sitzt ein wahrer Zauberer an den Reglern. Und ich glaube, die Welt will und muss ihn jetzt sehen. Und von daher rufen wir jetzt mal Chris Rocker Tiedemann. Komm zu uns. Chris, komm zu uns. Und jawohl. Du kriegst erstmal Big Hands. Danke, danke, danke. Das ist der Mann, der das, was wir hier mit den ganzen Kameras und Co. einfangen, ja, und uns betreut. Vor der Kamera, hinter der Kamera und wenn alles wieder vorbei ist und die Lampen aus sind. Chris, vielen lieben Dank auch von meiner Seite. Die Zusammenarbeit ist ein Knaller gewesen. Ohne dich würden wir nicht da sein, wo wir heute sind. Und wir sind unendlich dankbar, dass du diesen Job für uns mitmachst. Danke dafür. Ja, schieß doch mal los. Wie ist das? Wie fühlt sich das an, wenn die Lichter aus sind? Was passiert denn dann überhaupt? Naja, es ist so, dass wenn wir fertig sind vor Ort, dann geht meine Arbeit los. Korrekt. Dann habe ich euch die nächsten Tage, Wochen, habe ich euch an der Backe. Täglich. auf jedem Monitor. Das ist tatsächlich so, ich fange dann an, so ein Job natürlich, du hast erwähnt, 4 Kameras, die müssen natürlich auch synchron gelegt werden für den Schnitt. Es müssen die Töne natürlich genau synchron, nicht nur liegen, sondern auch eben eventuell Tonprobleme, Tonrauschen und sowas alles. Du hast erwähnt, 4 Kameras und so und das Licht hier. Wir arbeiten ja auch nicht unter perfekten Bedingungen in einem Fernsehstudio, sondern ihr habt das ja hier so aus dem Boden gestampft, ja. Muss man ja sagen. Ja. Und was für uns alle ja ein harter Ritt ist. Und da versuche ich natürlich das in der Post-Production dann eben halt so ein bisschen irgendwie halt alles ein bisschen besser aussehen zu lassen. Klar. Das ist der Job. Ja. Haben wir am eigenen Leibe erfahren dürfen, wenn das heißt, stopp. Genau. Oder man war mit dem Take fertig, aber ganz gut, aber. Das war richtig klasse, aber. Kommt eigentlich immer. Aber. Ja, normalerweise kommt jetzt erstmal. Wir müssen von vorne nochmal anfangen. Wir machen das. Wir gehen jetzt einfach, wow, ihr beiden Sex XXL, wir gehen jetzt in die Verabschiedungsphase, in das Dankeschön-Thema rein, ne? Oder wo möchtest du rein? Er hat doch geflaxt, er sagt, es ist alles gut. Achso, ist alles super. Alles super, es ist super. Hallo. Entschuldigung, wir sind fertig. Ich bin noch nicht angekommen. Oh, entschuldige bitte. After Show Party. Warte mal, hallo. Jetzt im Ernst jetzt? Ja. Das waren die feinsten Momente letztendlich, wo immer großes Gelächter einsetzte, so nach dem Motto, oh, geschafft. Und dann kommt von Chris ein Aber. Aber das hat ja alles dazu beigetragen, dass wir eine ganz, ganz tolle Production hier am Start hatten. Und von meiner Warte auch nochmal, Chris, dickes, dickes Danke.
Es hat auf jeden Fall unendlich viel Spaß gemacht. Chris, und ich bin sehr happy, dass du an unserer Seite bist. Vielen lieben Dank dafür. Und ich bin dank euch stolzer Besitzer eines Eddie Van Halen Plektrums. Oh yeah! Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Ja, das weißt du am besten. Du hast Eddie damals zwei aus der Tasche gelabert. Oh, er hat mir zugesteckt. Und eins ging an dein Gemälde. Und bevor ich neidisch werden konnte, so richtig neidisch werden konnte, habe ich auch eins bekommen. Es gab zwei. Vielen, vielen Dank. Chris, ich mache jetzt nicht viele Worte. Ich sage einfach Merci an dich. Sehr gerne, sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. So, und danke müssen wir natürlich auch an euch sagen, an eure Unterstützung. Die ganzen Briefenden, Messages und Co., die ihr uns geschickt habt, ob nun online sichtbar oder per Telefon, was weiß ich, was es da draußen gibt. Es ist bei uns eingetroffen. Wir haben das ausgearbeitet, angeschaut, uns teils zu Herzen genommen, versucht es zu bearbeiten. Vielen Dank, dass ihr euch das angetan habt, dass ihr mich ertragen habt. Ole ist ja kein Problem. Dankeschön dafür. Und das Schlusswort in der letzten Episode, bevor das Licht ausgeht, möchte ich auf jeden Fall an Ole geben. Ole, ist deine Kamera. Bitte sehr. Was bleibt mir jetzt noch zu sagen als Danke? Danke an alle Protagonisten vor und hinter den Kameras. Danke aber vor allem an euch da draußen, dass ihr dabei wart. 25 Years Dead Rockheads. In diesem Sinne, Rock'n'Roll forever. Love and Peace. Bleibt uns treu. Man sieht sich.